Was machen wir heute? Singen wir heute oder schwingen wir uns lieber durch die Stadt? Ich glaube, wir schwingen uns also lieber durch die Stadt. Also ich bin definitiv für Schwingen. Okay, dann machen wir das. Obwohl, auf geht's. Es könnte auch swingen. Ah. Auf geht's. Der Kinocast. So, hallo und herzlich willkommen hier. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja. Und ja, auch ein paar Grüße an vielleicht meine Kollegen, die jetzt vielleicht die Sendung zum ersten Mal hören, weil wir hatten Sommerfest gehabt und da wurde das etwas prominent erwähnt, dass ich hier so einen Kinocast mache. Also da gab es so ein Quiz und so nach dem Motto, kennt ihr eure Kollegen? Und ja, da war halt mein Geheimnis, dass ich hier in dem Podcast mitmache und genau, mal sehen, vielleicht hören ja irgendwelche Kollegen zu. Viele Grüße. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Aber das große Geheimnis, Erik, ist ja, dass du immer nackt aufnimmst, ne? Genau, das wissen ja jetzt viele noch nicht. Jetzt schon. Ich ziehe dann so ein Bibo-Kostüm auch an, manchmal. Genau. Und ja, aber was erwartet euch hier? Also zum einen sprechen wir natürlich hier über Filme, deswegen heißt die Sendung auch Kinocast und nicht Fußballcast. Zum einen, unser Hauptthema ist immer die Sneak Preview der vergangenen Woche, denn wir gehen immer in die Überraschungspremiere hier in Stuttgart, wo wir einen Film sehen, wo wir nicht wissen, was uns da erwartet. Das kann mal was Gutes sein, was Schlechtes. Und dann gehen wir manchmal auch so noch ins Kino, wie wir es die letzte Woche auch getan haben. Das heißt, konkret reden wir heute über den Sneak Preview-Film Vox Lux mit Natalie Portman. Wir reden über den neuen Spider-Man Far From Home. Und ja, dann sehe ich hier noch A Star is Born in der Liste. Und natürlich haben wir auch noch ein paar andere Themen, wie zum Beispiel neue Trailer, die vielleicht ganz gut sind, die jetzt demnächst dann irgendwann im Kino erscheinen, dann die Filme und auch Netflix-Serien. Und wir fangen einfach mal an, sonst dauert es hier zu lange mit der Einleitung. Wir hatten den Film Vox Lux, wie schon erwähnt. Und Vox Lux, die Stimme des Lichtes. Oder was, wie könnte man das? Ich hatte kein Latein. jetzt aber. Mit Natalie Portman. Ach ja, Jude Law spielt auch noch mit. Und zwar beginnt der Film mit einem ziemlichen Knall, denn ungefähr so ähnlich wie bei Sixth Sense am Anfang. Man wird wirklich heftigst überrascht bei dem Film, denn wir müssen leider einen Amoklauf in der Schule mit ansehen und sehen, was mit den Schülern und Schülerinnen da passiert. Und die eine Schülerin wird auch schwer verletzt und überlebt aber, während ihre Freunde und Freundinnen und Klassenkameradinnen und Klassenkameraden leider das nicht überleben. Und sie hatte auch kurz bevor auf sie geschossen wurde, noch einen kurzen Dialog mit dem Amokläufer. Und das ist eine sehr, sehr drastische Szene, wie ich fand, wo ich dachte, oh, das ist der Film, der hat mich jetzt gleich am Anfang voll erwischt. Dann kommt eine Szene, wo sie dann im Krankenhaus ist und dann so langsam genest, heißt das so? Genest? Klingt so wie genießt, aber Genesung, die Genesung Schritt voran. Ja, die sagen wir es lieber so. Sie wird langsam gesund und sie hat sich immer sehr für Musik interessiert, hatte da auch Pläne gehabt und auch in der Schule war sie da ganz gut. Und mit ihrer Schwester zusammen schreibt sie dann ein Lied, einen Song, den sie auf der Trauerfeier, die dort abgehalten wird, für die ganzen Angehörigen dann performt. Also da geht sie dann schon wieder besser. Sie muss aber so eine Art, so ein Halsband immer tragen, weil sie da eine schlimme Verletzung am Hals hatte, was auch nur knapp am Rückgrat irgendwie vorbeigegangen ist. Und ja, sie performt dann das Lied und es ist dann so ähnlich, so stimmungsmäßig das Lied wie von Enya, dieser Song, der damals beim 11. September immer gespielt wurde und der führt dazu, dass die Leute das alles sehr emotional aufnehmen, diesen Song. Und dann nimmt der Film so ein bisschen, schlägt einen anderen Weg ein, nämlich sie wird dann von so einem Produzenten entdeckt und der möchte da noch ein bisschen mehr Kapital rausschlagen und produziert mit ihr auch eine Platte und ja, sie lebt dann so dieses Star-Leben so ein bisschen. Die fliegen dann auch nach Europa und produzieren dort in Schweden, weil es da gute Pop-Produzenten gibt, produzieren die dann ein Album, das ist dann eine längere Szene. Und dann macht der Film nochmal so irgendwie eine Abbiegung und wir sehen dann auch so einen Zeitsprung. Dann die Erwachsene
oder die, ja doch, die erwachsene Frau, also wo wir am Anfang das Kind kennengelernt haben, die wird dann gespielt von Natalie Portman und wir erfahren dann, wie sie so, ja, eigentlich jetzt ihr Leben lebt, ihr Popstar-Leben. Und sie hat auch eine Tochter, aber um die kümmert sie sich so gut wie gar nicht. Sie hat da wirklich irgendwie, ja, es hat sie doch wohl damals schon ziemlich getroffen, dieses Ganze rein psychisch gesehen, dass sie da auch wirklich sehr mit zwischenmenschlichen Themen da Probleme hat. Und viel mehr will ich mal nicht verraten, ne? Denn, also wie gesagt, wir sehen dann in diesem dritten, das ist auch irgendwie in Akte eingeteilt, dieser Film, der beginnt halt mit dieser, mit diesem Prälud und geht dann immer weiter, erster Akt, zweiter Akt und so weiter. Ja, und dieser letzte Akt ist dann mit Natalie Portman und da sehen wir dann ein größeres Konzert, was sie dann gibt und die ganzen Vorbereitungen vorher, die wirklich das, wie es halt immer bei solchen Konzertfilmen ist, das droht dann vorher irgendwie fast alles aus dem Ruder zu laufen und droht nicht stattzufinden, weil da so viele Sachen passieren und dann findet es halt doch irgendwie statt und ja. Ich glaube, es reicht, wenn man, oder? Ja, mehr gibt es auch zu dem Film nicht zu sagen. Soundtrack halt Sia, ne? Sia war irgendwie Soundtrack. Ja, die hat die Lieder geschrieben. Genau. Ach. Und? Ja. Bin ich ja gespannt, ja, was ihr dazu sagt. Ich glaube aber, wir sind uns da sehr ähnlich dann in der Rezeption dieses Films. Ja, was soll ich groß sagen? Also, es war, wie du es gesagt hast, er hat sehr stark angefangen. Der Film ist ja aufgeteilt in wie viel? Drei Abschnitte? Ich weiß gar nicht mehr. Zwei? Zu viele? Zwei oder drei Abschnitte irgendwie. Und von der Celeste, also von der jungen Celeste, dann von ihrer Zeit dann, wo sie in der Kirche aufgetreten ist, dass sie da halt zu dem Star wird, der sie dann später ist, mit ganz arg vielen neuen Einflüssen, Musikeinflüssen und halt Drogenprobleme, Alkoholprobleme und alles und an ihrer Seite dann schon relativ früh hat Jude Law auch rumrennt als der Manager und ja, ich nach dem wirklich überraschend so echt krassen Start bin ich dann auch nicht so ganz mit warm geworden. Was mir in dem Film tierisch auf die Nerven ging, das ging schon relativ früh los mit der einen Szene in der Kirche, wo sie die ganze Zeit fotografiert wird. Ach und ja, die auch. War, also, vielleicht sollte man das als Warnung mal gleich am Anfang jetzt Epilepsie-Warnung. Ja, wirklich absolute Epilepsie-Warnung, weil es ist nicht das einzige Mal, dass es wirklich extrem flackert. Also wenn man da Probleme mit hat, dann soll man auf jeden Fall um diesen Film einen massiven Bogen machen, meiner Meinung nach, weil das ist, war schon nicht mehr spaßig. Also mir ging es schon tierisch auf den Keks, wenn man dafür jetzt empfänglich ist oder anfällig ist bei sowas. Puh, dann wird das wirklich kein Spaß, weil das wird später noch schlimmer. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, mir ging die Young Celeste, also die gespielt von Ruffey Cassidy, die ging mir schon irgendwann auf den Keks. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin, die auf den Keks geht. Und Natalie Portman, ja, sie hat das interessant verkörpert, diesen Popstar mit den ganzen Allüren, mit dem ganzen Ups und Downs in ihrem Leben und was das mit einem Menschen macht und blablabla. Nur, ich habe es ihr nicht abgekauft. Das war mein großes Problem. Ich bin da überhaupt nicht mit warm geworden. Ich habe das Natalie Portman nicht abgekauft. Von den Bewegungen her fand ich es dann ein bisschen zu steif. Also gerade am Ende bei der Show fand ich das ein bisschen zu steif und eindimensional, das fand ich fast schon langweilig. Und das macht es halt schwer, wenn der Film aufgeteilt ist in verschiedene Bereiche und im ersten Bereich geht dir die junge Schauspielerin auf den Keks und im zweiten nimmst du der älteren Schauspielerin das alles nicht ab. Macht es für mich halt dann schwer, da in einem Film, der durchaus von der Story her ja jetzt nichts Weltbewegendes war, aber durchaus was hergegeben hätte, vielleicht für was richtig Krasses. Ja, Moment. Die Story nicht, also ich finde, gerade die Story hätte richtig viel hergeben können, wenn man es ordentlich gemacht hätte. So ein Thema mit Amoklauf und was das für die Psyche dann auslöst. Aber warum muss man da so ein quietschibunti Pop-Dings da hinten dranhängen und dann auch irgendwie versuchen, irgendwelche Kritik an dem Musikbusiness damit reinzubringen? Das hat doch da nichts verloren. Das hat doch nichts mit der
mit dem Anfang des Films zu tun, der absolut stark war. Ich saß ja da, mir ist ja der Atem gestockt, wo ich das gesehen habe, weil das einfach so furchtbar ist, wenn man sich das so vorstellt, was da passiert. Und dann, wir hatten es ja schon kurz in dem Nachgespräch gesagt, dann wir hatten dann durchaus Redebedarf nach diesem Film. Der Film nimmt konsequent immer die falsche Abbiegung. Bei jedem Mal, wenn die Story in irgendeine andere Richtung gehen könnte, entscheidet sich der Film, die falsche Richtung zu nehmen. Und dazu noch die ganzen Zwischensequenzen. Zum einen, ich glaube Hitchcock war es, der mal erzählt hat, wenn ein Film einen Erzähler braucht, dann ist es kein guter Film, weil die Story des Films, die Intention der Figuren sollte dadurch rüberkommen, dass es einfach dem Zuschauer klar ist, warum die Person jetzt dieses tut und nicht jenes tut. Ja, wenn es aber einen Erzähler braucht, ja, das macht er. Das ist total Bullshit. Deswegen war auch damals Harrison Ford gegen den Kommentar oder diese Erzählstimme bei Blade Runner und hat die total gelangweilt eingesprochen und die hat es dann aber trotzdem in den ersten Kinorelease geschafft, wurde aber dann im Director's Cut dann rausgenommen. Wie kann man nur so ein Thema, so ein starkes Thema vom Anfang, was einen wirklich so mitnimmt, wirklich so vergeigen. Also selbst dann, mir hat sogar noch die junge Darstellerin, hat mir sogar noch halbwegs gefallen. Also das war noch ganz okay. Und ich hatte dann immer gedacht, okay, Natalie Portman kommt ja noch, die spielt ja dann die Erwachsene. Und dann dachte ich, okay, dann wird der Film nochmal eine Schippe drauflegen, dann wird es nochmal richtig gut. Das Gegenteil war der Fall, weil Natalie Portman, wie du schon gesagt hast, völlig unglaubwürdig, wie es so gespielt hat. Und wir hatten den Film in OV. Das kann jetzt nicht sein, dass jetzt jemand sagt, ja, die Synchro und so. Nee, also wir haben genau das, so wie es gefilmt war, haben wir es gesehen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Also, was sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Und dann sieht man am Schluss nochmal, wird irgendwie eine halbe Stunde Konzert gezeigt mit irgendwelchen Plastik-Songs, die kein Mensch, also das war jetzt nichts Bekanntes irgendwie. Und das war auch alles völlig beliebig und austauschbar. Und das musste man sich dann noch angucken. Irgendwie eine halbe Stunde Konzert, wo man... Ja, aber es war ja auch der neue Stil, der da präsentiert wurde. Dieses Future, Cyber, Pop, was weiß ich was. Und wenn man das so sieht, also ein Film, der erzählt wird von Willem Dafoe, ist eigentlich schon, wenn man die Stimme halt auch mag oder kennt, ist schon, finde ich, eigentlich eine Aussage. Dann Leute wie eben... Ja, Natalie Portman und Jude Law, die nachweislich schauspielern können, es spricht eigentlich schon dafür, dass da was gehen kann und auch von der Story her, aber wie du sagst, konsequent falsch abgebogen. Oh, das hat es echt anstrengend gemacht. Also mich hat der Film leider da überhaupt nicht gecatcht. Es gibt andere Stimmen, es gibt jede Menge andere Stimmen. Oh ja. Die den Film wirklich auch feiern. Bestimmt, die haben da vielleicht einen anderen Zugang dafür. Ja, wenn ich jetzt in die Abstimmungsgruppe gucke, kommen wir über 6 Punkte nicht raus im Maximum. Aber trotzdem, es gibt bestimmt welche, die das komplett toll fanden. Mich hat es aus den genannten Gründen echt nicht abgeholt und das ist halt schade dann. Ja, es gibt so Filme, da kann ich nachvollziehen, da ich sage, okay, der gefällt mir jetzt nicht, aber ich sehe, das ist ein guter Film und ich sehe, wem das gefallen könnte. Das sehe ich bei diesem Film überhaupt nicht, bei diesem hier. Höchstens eventuell, wenn jemand die Musik von dieser Sia mag oder so, dass man dann sagt, okay, das guckt man sich mal an, aber da reicht mir die letzte halbe Stunde oder ich gucke mir Musikvideos an. Da muss ich mir nicht diese zusammengestückelte Geschichte aus irgendwelchen Versatzstücken anschauen, wo jeder Teil irgendwie eine andere Qualität hat und ein anderes Pacing und irgendwie komische Zwischensequenzen, wo dann immer so alles so ganz heftig zusammengeschnitten war und das Einzige, was ganz nett war, dass er immer mal so mit den Möglichkeiten des Films so gespielt haben. Manchmal war es so quasi wie mit VHS aufgenommen, manchmal war es so, manchmal so. Das war ganz nett, aber ja, mehr oder weniger Spielerei. Der Film an sich muss ja irgendwie gut sein. Und ich sage immer, gerade bei solchen Filmstoffen, ja, keep it simple und erzähl eine gute Geschichte und konzentriere dich darauf. Wenn das die Geschichte gewesen wäre, selbst wenn es ein Drama gewesen wäre von dieser jungen Dame, die eben das Schlimme durchgemacht hat und dann irgendwie wieder zurück ins Leben findet,
und dann groß wird und gespielt wird von Natalie Portman, ja, das hätte ich mir angeguckt. Aber so mit diesem ganzen Musikzeug da mit drin, also was das sollte, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also, aber es sollte halt, glaube ich, die Problematik einfach zeigen. Aber wie du auch sagtest, hier die, wenn ich hier sehe, bei Movie Pilot, da gibt es ja auch immer die Wertung von der Presse. Und die Presse liegt hier so bei 9 Punkten und so, ne? Also, da gibt es hier 3 Kommentare, 8, 9 Punkte hier. Ja, am Ende bleibt nur die Flucht auf die Bühne. Entgegen aller Niederlagen bewegt sich Vox Lux wie vorherbestimmt auf ein großes Konzert als Finale zu, dass die Katharsis der Figuren so lange wie möglich hinaus. Also, was da manche Leute da irgendwie hier rein deuten oder irgendwas. Keine Ahnung. Also, selbst wenn man es so als Kritik aufgebaut hätte, so nach dem Motto, ja, die schlimmsten Erlebnisse wären hier irgendwie Plastikpop dann doch noch irgendwie verkaufbar gemacht oder so. Aber das war einfach, dafür war es zu wenig stark in der Kritik an der Popmusik in sich. Und ich habe ihr das auch nicht abgekauft, da dass sie mit ihrer Tochter, ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, ja, weil das ist, glaube ich, dieselbe Schauspielerin, die Tochter spielt, wie die junge Celeste. Also es war echt schwierig da in dem Moment, hä, was jetzt? Weil zuerst siehst du nur die Tochter, da siehst du die nicht zusammen irgendwie und dachte ich, okay, was jetzt? Ein interessanter Sprung, das war auch so, ja. Okay. Ja, also. Nee. Also, ja. Young Celeste und Albertine. Albertine. Ich hatte auf der Firmenfeier hatte ich ein Gespräch mit Annalisa aus Texas, die war auch da von uns und die ist auch, guckt sehr gern Filme und Serien und da habe ich auch, weil sie ja vorher das gehört hatte mit dem Podcast, da wollte sie wissen, ne, was ein Podcast das ist und ich gesagt, ja Kino und habe ihr das so ein bisschen erklärt, das Konzept von Sneak Preview, das gibt es irgendwie da bei ihr nicht in der Nähe. Und da wollte sie natürlich wissen, was wir zuletzt gesehen haben, muss ich erstmal überlegen. Das ist mir das eingefallen, aber Voxel. Und da ist ihr der eingefallen und sie meinte, sie hat ihn vor einem Jahr ungefähr gesehen, tatsächlich in den USA. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, der ist auch tatsächlich 2018 schon gestartet in den USA. Der lag jetzt wohl eine Weile auf Halde und dann hat sich der Perlentaucher von Kinostar gesagt, den müssen wir uns sichern, der ist gut. Und das hat ja eh immer ein Geschmäckler, was da Kinostar so bringt hier. Kinostar, willkommen in dem Schwabenland. Kinostar. Der Kinostar. Ja, so freilich, ja. Also alles war ja nicht schlecht, was sie rausgebracht haben, aber das meiste. Naja, die Ausnahmen bestätigen eher die Regel, würde ich hier sagen. Die haben halt ihre Sparte und ich finde das respektabel. Die halten sich am Markt, die machen schon was richtig. Also von meiner Seite aus, trotz alledem. Ich lese gerade hier ein User-Review auf IMDb. Mit der Überschrift Yikes, starts really well, an artistic mess by the end. 2 Sterne von 10. Das trifft es ganz gut. Also der startet wirklich, wirklich, wirklich gut. Hat mich voll mitgenommen gehabt. Ich war da voll drin in diesem Thema und ich hätte mir auch ein 2-Stunden-Drama, Psychodrama angeguckt über die, wie sie wieder zurück ins Leben findet. Aber dieser Versuch hier immer irgendwie ein bisschen was quietschbunt zu machen, das hat nicht funktioniert in meinen Augen. Nee. Nee, also von mir gibt es da tatsächlich jetzt mal neue Tiefstwertung irgendwie. Dieses Jahr, glaube ich, ich gebe nur 1 von 10. Okay. Ich habe immerhin 2 gegeben. Also. Habe mich so geärgert. Und es ist ja auch immer noch so eine Abwertung bei mir. Wenn der Film offensichtlich Budget hatte und offensichtlich gute Leute hatte, wenn er es dann trotzdem versaut, dann bin ich dem Film noch mehr böse. Und er ging 2 Stunden. Also dieses Konzert, ey, 30 Minuten am Schluss, das muss einfach nicht sein. Das kann man in die Extras auf der DVD packen oder. Aber nicht hier im Kino. Nee. Ja, aber es zeigt ja schon so ein Stück weit auch die Art und Weise, wie es einfach sich auch während dem Konzert dann entwickelt. Die Beziehung zu Schwester und Tochter. Ach so, aber, ja. Meinst du, dass die einmal mit dem Fuß mitgewippt haben und einmal nicht? Oder? Okay. Ja, nee, die haben ja dann schon mehrmals mitgewippt. Ja. Aber. Naja, okay. Aber ich fand das auch so, ich mag an sich Konzertfilme, also das, gerade so dieses, wenn man es auf der großen Leinwand sieht, das wirkt halt auch sehr, sehr gut, deswegen gibt es ja auch viele Kinos, die so ganze Konzerte irgendwie übertragen, irgendwie live oder so, ne? Und das hat aber hier auch nicht funktioniert. Also ich mag zum Beispiel auch Almost Famous oder so den Film und da ist halt so,
dann gehst du halt mit der Band zum Beispiel auf die Bühne, die Kamera folgt ja und siehst so das Publikum. Und hier hast du aber offensichtlich gesehen, die hatten echt wenig Geld. Du hast immer nur die Damen auf der Bühne gesehen, diese Tänzerin bei diesen Liedern. Und du hast nie mal so einen Shot ins Publikum gesehen. Und wenn, dann irgendwie nur so 3-4 Leute, so ein Ausschnitt, so einen kleinen. Das hat halt, da kam einfach die Konzertstimmung auch überhaupt nicht rüber. Und wenn ich sowas machen will, dann muss ich es richtig machen. Go big or go home. Also, das ist, nee. Nicht mein Film hier. Vox Lux. Also, keine Empfehlung von mir, von dir auch nicht. So, Kate, okay. Jetzt hast du ihn schon bei Amazon auf die Wunschliste gesetzt. Unbedingt, muss ja? Ich sehen. Okay. Ja, könnte mein Lieblingsfilm werden. Super, ja. Hast du ja heute schon einen Konzertfilm geguckt, da kommen wir später dazu. Vielleicht. Nee, vorgestern habe ich einen Konzertfilm. Wie auch immer. Wir gehen mal lieber weiter in die Sneak-Tipps für morgen. Oh. Chris, wie lautet denn da der Sneak-Master-Hinweis? Für die Sneak 1008 am 8. Juli 2019 lautet der Tipp kurz und knapp Stromausfall. Ah, jetzt fällt mir, ja, genau, wir machen erstmal die Tipps, die eingegangen sind. Kate, was sind da für Tipps eingegangen? Es gibt genau einen Tipp. Oh. Und zwar Yesterday. Ja, der hat, glaube ich, ganz gut, deswegen ist mir auch nichts anderes eingefallen. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Weil da gab es ja irgendwie einen Stromausfall und dann hat jeder die Beatles vergessen. Ne? Wir haben, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wir haben ja, oder ich hatte ja schon mal berichtet, es gibt hier diese Capitol-Sneak hier in Kornwestheim und wir hatten ja gesagt, wir bekommen hier exklusiv den Tipp. Und den haben wir tatsächlich bekommen per WhatsApp. Ich wollte es eigentlich noch hier aufs Soundboard legen, das hat jetzt nicht geklappt, habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Jetzt suche ich es nochmal raus, jetzt muss ich das mal hier so quasi übers Mikrofon versuchen einzuspielen. Ich hoffe mal, da ist nichts Unflätiges dabei. Ich habe es nämlich noch nicht angehört. So, sagt ihr mir dann mal, ob man was hört oder so? Hier die Tipps für die zweite Abseite der Sneak am 11. Juli im Capitol-Kino um 20.30 Uhr. Tipp 1. Das TIFF-Festival ist ein großartiges Festival, auf dem man auch internationale Genrefilme der etwas anderen Art entdecken kann. Zweiter Tipp, ist das jetzt eine schwedische oder eine deutsche Produktion? So, vielen Dank, Tobias vom Capitol in Kornwestheim. Wenn wir hier schon Sneak-Tipps machen. Ich habe ja einen guten Tipp dafür, aber es könnte auch viele Filme zutreffen. Mein Tipp, den ich in den Ring werfe, ist der Film Endzeit. In dem geht es darum, das ist quasi in Deutschland gedreht. Und hat das Thema einer Zombie-Apokalypse in Deutschland und ist von einer schwedischen Regisseurin gedreht und lief auch auf dem Toronto International Film Festival, also auf dem TIFF. Und dieser Film ist für mich deswegen auch besonders interessant, weil dann sich so Enklaven gebildet haben, die gegen die Zombie-Apokalypse, der Zombie-Apokalypse widerstehen. Und zwar direkt in der Nähe von meiner ehemaligen Heimat, nämlich in Weimar und in Jena. Und das finde ich echt spannend, dass da so ein Zombie-Film in Deutschland gedreht und die bewegen sich dann auch im Trailer schon so ein bisschen da bei der Talsperre Pöhl und so, habe ich gesehen. Das sind alles Orte, die ich kenne. Also das wäre cool, wenn der kommt. Trailer sieht auch ganz gut aus, aber es können natürlich auch andere Filme kommen. Also da fallen noch mehr so in die Richtung rein, die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Die Capitol Sneak hat jetzt mittlerweile auch eine Webseite auf Facebook. Einfach mal eingeben, Capitol, Leerzeichen Sneak. Dann kommt da irgendwie die abseitige Sneak im Capitol und da stehen auch diese Hinweise drin und da kann man auch ein paar Tipps absetzen. Ich werde dabei sein, weil ich habe die Hoffnung, dass dieser Film kommt. Und der startet im August offiziell in Deutschland. Deswegen könnte das auch passen. Okay, dann machen wir weiter mit den gesehenen Filmen. Wir waren ja letzte Woche alle nochmal in der Preview drin von Spider-Man Far From Home. Yeah. Ja. Möchtest du es gleich mal ein bisschen vorstellen, oder? Ah, Spider-Man. Du meinst, ich darf über den besseren Film reden? Ja, mach mal. Das ist sehr lieb von dir, danke. Spider-Man Far From Home, der Abschluss der aktuellen MCU Phase 3 und spielt nach Avengers Endgame. Tom Holland ist also zurück als Spider-Man. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie war.
die Leute sind ja zurück aus dem Blip, wie sie es genannt haben. Und manche ist es ein bisschen, ja, im Englischen sagt man awkward. Ich glaube, wie sagt man im Deutschen dazu? Eine eher seltsame. Ja. Ja. Seltsame Situation, weil manche sind einfach 5 Jahre älter, die nicht weggeschnippt wurden. Und so kommt es halt auch, dass Leute, die früher 11 waren, jetzt halt 16 sind und passen dann zu den anderen, die weggeschnippt waren, auch in dem Alter rumhüpfen. Das gibt natürlich, ja, schon die ein oder andere eher interessante Szene. Tom Holland, habe ich gesagt, ist dabei als Peter Parker, Spider-Man. Samuel L. Jackson als Nick Fury ist zu sehen. Marissa Tomei als Tante May Parker. John Favreau als Happy Hogan. Zendaya spielt MJ. Und dann natürlich Quentin Beck, Mysterio, gespielt von Jake Gyllenhaal. Gerade einfällt, wenn du sagst, Marisa Tomei spielt Tante May. Ist auch, ja. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf, wo du es gesagt hast. Marisa Tomei spielt Tante May. Das ist auch cool. Genau, das sind jetzt mal so ein bisschen die wichtigsten und größten, denke ich mal. Und ja, worum geht es in dem ganzen Film? Es geht darum, dass Spider-Man so, ja, immer noch der Teenager ist, immer noch auf der Highschool ist, klar. Es ist alles so ein bisschen verworren. Es fängt großartig an, muss man sagen. Es fängt an mit einem, Whitney Houston ist es, ne? I will always love you. Ja, I will always love you. Und dann kommt so eine wunderschöne Schülerpräsentation von den gefallenen Helden aus Endgame. Und das war für mich schon, also im ersten Moment denkst du mir so, okay, es fängt mit dem Song an und alle so, what? Und dann kommen diese Helden. Applaus im Kino, das war cool. Applaus im Kino, und das fand ich großartig. Da hatte ich wirklich kurz Gänsehaut, weil das einfach so ein Moment ist, wo man sagt, hey, pass auf, da saßen wirklich die Leute, die da auch jetzt Bock auf den Film hatten und es unbedingt sehen wollten und auch nicht warten konnten, bis es weitergeht. Also so wie wir. Genau. Also das fand ich schon einen echt extrem guten Einstieg, und dann auch, was sie draus gemacht haben, wie es dann da direkt weitergeht, das fand ich auch ganz cool, weil du bist sofort in der Highschool-Welt. Und ja, Spider-Man möchte auf einen Europa-Trip gehen mit ein paar Klassenkameraden, natürlich mit seinem besten Freund, mit MJ und zwei völlig bescheuerten Lehrern, die mich echt genervt haben. Ach komm, der eine ist aus Silicon Valley, der ist echt cool da. Den mag ich. Wir haben es ja nicht, ja, in OV. Die Lehrer kommen in dem Film nicht gut weg. Wir haben es ja nicht in OV geguckt. Also Mr. Harrington und Mr. Dell kommen überhaupt nicht gut weg. In OV hat er so einen coolen, schnoddrigen Akzent und so. Das hat man ja hier leider nicht so. Ja, ist egal. Ja, du, sag mir mal eine Komödie oder irgendwas, wo irgendeine Klasse irgendwo hinfährt, wo die Lehrer irgendwie ordentlich dargestellt werden. Das ist doch immer, wenn ich da an die Pauker-Filme zurückdenke oder so. Ich wollte gerade sagen, die Wimmel aus der ersten Bank. Yeah. Nein, es geht jetzt gar nicht darum, um den Berufsstand irgendwie zu verteidigen. Ich fand es einfach nervig. Und ja, es geht halt ab nach Europa, und Spidey ignoriert Anrufe von Nick Fury, weil er sagt, ich brauche jetzt erstmal Pause, ich will ja nicht zu nichts wissen und alles. Geht doch nicht. Happy hat auch Angst, davor ranzugehen. Ja, Happy will auch nicht mit Nick Fury zu telefonieren. Das ist ja so, nein, ich habe auch keinen Bock auf den, um Gottes Willen. Nick Fury, der gruseligste Mann der Welt und alles. Und ja, wie man auch im Trailer schon sieht, tatsächlich begegnen sich allerdings Nick Fury und Spider-Man dann in Europa und kommen da dann von einem Abenteuer quasi schon ins nächste, weil es beginnt halt ein Trip durch Europa, der sie von Venedig nach Prag führt, kurz nach Berlin und am Ende in London endet, obwohl sie eigentlich noch nach Paris wollten. Es ist nebenher noch so ein bisschen die Liebesgeschichte von Peter Parker und MJ, also Mary Jane Watson. Das ist auch so, was ich sehr, sehr schön einfach auch dargestellt fand von Zendaya und von Tom Holland. Das fand ich echt süß, die beiden. Und halt diese Zerrissenheit. Zum einen die Welt nach den Avengers, die Welt nach Endgame. Wer wird der nächste Iron Man? Die Suche da danach. Dann die Suche von Peter Parker nach sich selbst auch noch als Spider-Man. Seine Rolle da einzunehmen, weil er schon auch so ein bisschen gesehen wird als der nächste heiße Scheiß oder der nächste große Held.
sein ganzes Privatleben dazu noch, das er immer ja schützen möchte, weswegen er die Maske trägt. Und dann eben ein neuer Bösewicht, der auftaucht. Oder doch kein Bösewicht? Also wer die Comics kennt, weiß, Mysterio ist jetzt nicht unbedingt der Publikumsliebling. Und ja, es beginnt eben dann der Kampf gegen Mysterio, der Spider-Man erstmal gewaltig verarscht und dann, ja, warum, wieso, weshalb, das verraten wir jetzt nicht, das wird zu arg gespoilert, ne? Ja, Jake Gyllenhaal übrigens, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast. Jake Gyllenhaal, ja. Also großartig. Mysterio, weil es sind nämlich da so solche Wesen, Feuer, Wasser, Sand oder was war das? Ja, die Elements, genau. Ja, die Elemente. Feuer, Wasser, Erde, nee, doch. Feuer, Wasser, Luft Erde. Luft auch noch. Luft, ja, Luft. Mir hat gerade das letzte gefehlt, danke. Ja, die, wo halt der erste Kampf, da besteht halt da, dass irgendwie so ein großes Wesen da irgendwie so ein Erdbeben auslöst in Mexiko oder irgendwas. Und dann in Venedig ist da halt so ein Wasserwesen, was dann plötzlich aus dem Wasser sich formt und wo dann Mysterio dagegen kämpft. Und da ist halt gerade unser Peter Parker dort mit seiner Klasse. Und dann wird er natürlich von Nick Fury dann mit angeheuert, dass er doch mal mithilft dann, weil das, dieses Wesen wahrscheinlich noch woanders auftauchen wird. Aber wie du schon gesagt hast, also diese, gerade auch so die Dynamik in der Klasse mit seiner Freundin und so, diese eingebettete Geschichte in diese ganze Bedrohungsgeschichte, das war schon sehr, sehr schön gemacht. Auch den Soundtrack fand ich sehr gelungen. Mag Led Zeppelin, ne? Ja. Mir war es zwischendurch manchmal ein bisschen zu viel Bombast und zu viel Explosionen und sowas. Da war es manchmal so ein bisschen, hat es einen so fast ein bisschen ermüdet, was da alles so. Ja, aber da muss ich dir gleich echt ganz, ganz massiv widersprechen, weil wenn du weißt, wo Mysterio herkommt, dann ergibt das auch Sinn. Ja, ja. Also deswegen, das ist, wo Quentin Beck seinen Ursprung hat, das ergibt dann schon alles seinen Sinn. Und auch die Art und Weise, wie Nick Fury gespielt wird von Samuel L. Jackson, ergibt sehr viel Sinn. Das stimmt. Es ergibt ganz viel Sinn. Es gibt auch Sinn, es gibt auch, wenn man den kompletten Film gesehen hat, Sinn, warum ich die Rolle von Mysterio, also mit diesem Kostüm und so, und Jack Gyllenhaal so scheiße fand. Ich hab das erste Filmplakat gesehen und dachte so, irgendwie sieht das kacke aus, irgendwie gefällt mir das nicht. Und jetzt am Ende macht das alles Sinn. Also mein Gefühl. Ja, ja. Ja, eben. Ja. Also, das Beste am Film sind die zwei Post-Credit-Scenes, fand ich. Die Kirsche auf der Torte, sagen wir so. Ja. Weil die hauen ja nochmal richtig rein. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Also das, vor allem die zweite, die wir jetzt natürlich nicht spoilern, aber die, Hammer. Ey, also wer sich auch nur so ein bisschen für das ganze Thema hier interessiert, der sollte den Film auf jeden Fall gucken und auch wirklich da ist so vieles drin. Ja, bis ganz zum Ende sitzen bleiben, weil da geht es dann darum, was wir in den nächsten Jahren hier so erwarten können. Ne? Ja, und vor allem, ich finde es halt auch wunderschön, also nicht wunderschön, sondern einfach auch krass zu sehen. Tony Stark war ja immer so er ist halt so ein bisschen der Held, so ein bisschen aber auch so der arrogante Arsch gewesen früher und alles. Und man lernt in dem Film, finde ich, auch nochmal eine ganz andere Seite von Tony Stark kennen, nämlich auch die Leute, die bei seinem Fortschritt und bei seinem Werdegang so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Und zwar ganz gewaltig. Also ich darf da nur mal an Senf erinnern. Im Original heißt es ja Barf. Also Barf, und bei uns heißt es halt, also im Deutschen heißt es Senf. Und er nennt mein Ergebnis Senf. Und auch, ja, wer da so alles auftaucht, wer da auch am Ende dann noch auftaucht, ist großartig. Und die ganzen Referenzen, wo drin sind, die ganz arg vielen vielleicht wirklich nur auffallen, wenn man weiß oder wenn man drauf guckt. Also beispielhaft genannt, der Koffer, wo Peter seine Sachen einpackt, bevor es nach Europa geht, da stehen drei Buchstaben drauf, die sind ganz groß zu sehen. BFP. Wofür steht BFP? Keine Ahnung. Benjamin Franklin Parker, für seinen Onkel. Er hat den Koffer von seinem Onkel dabei, Onkel Ben. Ah, okay, cool. Aha. Auch dann die, was ich jetzt, das habe ich aber jetzt im Nachklapp erst herausgefunden, dass die Bezeichnungen auf den Schiffen oder auf den Autos oder was weiß ich was, haben tatsächlich auch eine Bedeutung. Also man sieht in der einen Einstellung ein Schiff, das fährt im Hintergrund durch, da steht drauf ASM 212. Aktueller Softwaremarkt,
Gab es mal eine Zeitung? Nee, eben nicht. Amazing Spider-Man Nummer 212. Und das ist der erste Comic, wo Hydrogen auftaucht und kurz drauf taucht das Wasser, der Wasserelement auf. Und das sind alles so Sachen. Also es gibt die vier Leistungsplan oder die vier Sachen mit 463 für Amazing Spider-Man von 1963, dann halt ASM 212 und solche Sachen. Da sind so viele Easter Eggs versteckt in diesem Film. Unfassbar. Die haben sich richtig Gedanken gemacht. Die haben richtig auch so ein bisschen Fanservice geliefert. Auch der Iron Man Zombie, den man kurzzeitig sieht, gibt eine eigene Comicreihe da dafür, für die Marvel Zombies. Fand ich auch ganz arg cool. Und dann natürlich am Ende noch dieses Rumschwingen mit MJ. Also da gibt es ja eh schon diese Gerüchte, schwingen sie da durch New York und man sieht im Hintergrund tatsächlich ein neues Gebäude entstehen. Welche Bösewichte, Frage an euch, welche Bösewichte kennen wir aus den alten Spider-Man-Filmen? Oscorp. Ja, Oscorp, genau, weil Oscorp kauft nämlich, genau, der Green Goblin, weil Oscorp kauft ja dann, wie es scheint, das alte Tony Stark-Gebäude auf und baut das um. Das ist anscheinend zu sehen, wenn man rumschwingt, das habe ich nicht gesehen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist irgend so ein Schild, wo drauf steht 1, 2, 3 und Fragezeichen. We can't wait to show you what comes next. Und das ist so dieses erste Phase, zweite Phase, dritte Phase. Okay. Mal gucken. Ja, und was ich das letztens Sachen gehört habe, ist also, mit dieser Anzahl von Welten und Dimensionen, das wird ja auch mal kurz erwähnt. Ja, ich bin aus der Dimension sowieso. Ja, genau. Und Peter steigt ja da total gleich drauf ein und alles und überhaupt. Und alle gucken nur so, aha. Und auch da im Endeffekt werden da am Ende noch ganz arg viele Sachen dazu erklärt. Einfach cool. Eine traurige Sache hatte ich ja heute auch auf Kinocast gepostet, auf der Facebook-Seite. Ist jetzt der erste Film aus diesem ganzen Universum ohne Stan Lee Cameo-Auftritt, ja. Aber es ist halt so, ne? Die haben es auch nicht versucht, ihn irgendwie noch mit reinzubasteln, aber ja. Also was ich an dem Film wirklich am schönsten fand oder am besten dargestellt fand, war dieses Klarkommen von Peter mit einer Welt ohne Iron Man. Also ich hatte da schon zwei, dreimal Pipi in den Augen, wenn da so die ruhigeren Töne angeschlagen wurden. Oder dann gibt es so eine Szene in einem Flugzeug. Erinnert, ne? Ja eben, erstmal wird ständig dran erinnert. Es kommt ja auch im Trailer überall um mich rum, egal wo ich hingucke, ist Iron Man? Wie soll ich damit klarkommen? Und alle fragen mich, wer wird der nächste Iron Man? Und ich bin doch einfach nur Spider-Man. Ich bin der kleine Junge von nebenan. Und dann eben immer wieder dieses Durchblitzen von Cleverness und Genialität, was Peter hat und es aber selber gar nicht merkt, was einen aber schon an Tony Stark erinnert. Und das fand ich total gut eingesetzt und immer nur so Kleinigkeiten, bis dann die Szene im Flugzeug kommt. Und das fand ich so toll, da hatte ich echt Pipi in den Augen. Das ist echt ganz gut. Großartig, als vor allem als Happy dann meinte, er kümmert sich um die Musik und es läuft halt AC/DC. Also wir haben ja den Iron Man 2, der komplett den Soundtrack von AC/DC komplett hatte. Also deswegen großartig, einfach großartig, auch da wieder. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist, sind zwei Sachen, also hauptsächlich betreffend erstmal Captain America. Weil wir ja inzwischen wissen oder auch von dem gleich zu Beginn erfahren, dass auch Captain America inzwischen wohl gestorben ist, also der alte Mann aus Endgame. Das wie macht er das mit dem Schild? Und dann macht Happy wirft ein Schild nach einer Drohne. Und das war so armselig. Das war so gut. Ich mag ja Happy eh. Also Happy Hogan ist für mich eh eine extrem coole Figur. Wenn man dann auch überlegt, was Jon Favreau an den Marvel-Filmen da mitgemacht hat, wie der da mit beteiligt war, was der da mitgeschrieben hat und alles. Und selbst so auch wirklich über sich lachen kann, bestimmt. Also richtig, richtig gut. Also er war ja auch Producer bei Endgame, bei Infinity War, bei den Iron Man Filmen. Also großartig. Wirklich. Sprechen ganz, wir noch ganz kurz spoilerfrei über das Ende. Ganz, ganz kurz, ohne groß was zu sagen. Ich erinnere mich an einen Chris, der im Kino saß mit den Händen vor dem Mund und dachte, fuck,
machen die da jetzt ein Fass auf. Ich find's geil. Ich find's so geil. Das Ende ist einfach nur Hammer. Das macht so richtig Bock auf die nächste MCU-Phase und wie das alles weitergeht. Das, ich find's richtig gut. Ja. Weiß nicht, wie es euch da ging. Ja. Also Chris ging's ähnlich. Eine schöne Wendung, die sie da reingebracht haben, ohne die jetzt zu nennen. Aber ich habe auch ein bisschen Kritik an dem Film. Bei aller Lobhudelei, das war mir doch ein bisschen, dann auch gerade so dieser Blick auf Europa war mir doch ein bisschen zu amerikanisiert. Ich sage nur Ostalpen und sowas und dann mal eben in Venedig in den Bus steigen und sofort irgendwie so 2 Stunden später da in Prag sein und so. Das war so dieses typisch amerikanische und da hätte ich schon ein bisschen, ja, also das hatten sie ja bei dem anderen Film, jetzt krieg's nicht mehr ganz zusammen, welcher das war, wo sie auf jeden Fall auf dem Flughafen in Leipzig waren, wo dann auch der Ant-Man ganz groß war und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Da haben sie es halbwegs ganz gut hingekriegt, da mit der Verortung und so weiter, mit der Geografie, aber hier haben sie wieder völlig ein US-Bullshit da einfach so, ja. Wobei es mich echt geärgert hat, dass einmal die Deutsche Bahn pünktlich war. War das die Deutsche Bahn? Ja. Ach so, ja, okay. Was heißt pünktlich? Du wusstest ja nicht, wann der kommen sollte. Vielleicht war das der von... Sehr unglaubwürdig, ja. Auf jeden Fall. Ja. Nein. Ja, aber... Nee, also das ist so ein bisschen... Das war die Kritik, die ich hatte, weil da habe ich wirklich... Ach nee, das hätten sie doch ein bisschen schöner machen können. Irgendwie so ein bisschen, dass es besser passt und so. Selbst wenn man es so macht wie... Was weiß ich, wie bei Indiana Jones, dass dann so Punkte über die Karte wandern, wo man sagt, okay, jetzt fliegen sie von hier nach da oder fahren von hier nach da. Und aber dann so wirklich einsteigen und 2 Stunden später dann wirklich ganz woanders sein und so, das war wieder so typisch amerikanisch. Und ja. Aber das war so mein einziger Kritikpunkt, den ich da so hatte. Der Rest hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und vielleicht noch das, du hast ja jetzt schon erwähnt, ich hätte es vielleicht fast nicht erwähnt, aber dass sie dann nicht nach Paris fahren oder sowas, das fand ich auch ein bisschen schade, aber das ist eher so ein persönliches Ding. Hätte ich gern gesehen, wie sie das machen, wir dann, weil ich habe auch irgendein Poster gesehen, wo er am Eiffelturm ist. Hier, was soll das hier? Macht ihr Poster in den Eiffelturm und dann fliegt er eine. Also, genau. Ja. Nee, aber sonst hat mir sehr, sehr gut gefallen. So viele Referenzen, so viele tolle Sachen drin und das ergibt insgesamt einfach auch noch tatsächlich Sinn im Endeffekt. Also auch die Entwicklung der Rollen, das gibt alles so viel Sinn teilweise. Das ist echt abgefahren. Und meiner Meinung nach haben sie ja Entschuldigung, bei mir ist gerade was aufgeploppt, deswegen. Hast du gerade eine Porno-Werbung bekommen? Etwa. Ups. Völlig abgelenkt. Ja, das hat mich schon. Nein, einfach. Und ich bin nach wie vor der Meinung, da wird ein unglaubliches Fass aufgemacht. Und. Na, mal gucken. Meistens wird alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Nee, umgekehrt. Oh, die haben ganz arg viel, meiner Meinung nach, ganz arg viel aufgemacht. Zum Beispiel Dimitri. Ja, der Busfahrer. Deswegen, Dimitri ist nämlich eigentlich, also wenn das der ist, wenn das Dimitri ist, dann ist es Dimitri Smerdyakov, so heißt er wirklich. Und das ist eigentlich Chameleon. Und Chameleon gehört zu den Sinister Six. Und wenn sie das wirklich aufbauen mit den... die haben Fässer aufgemacht, die können da jetzt... alle, die gedacht haben, okay, mit Avengers Endgame ist wirklich Iron Man weg, Captain weg, was weiß ich was, alle weg, täuscht euch mal nicht, was da noch alles kommen kann. Das ist, Na cool. Können wir uns also auf noch mehr freuen und wir hatten eine gute Zeit, also ich hab den Film auch bei uns auf dem Sommerfest diversen Leuten empfohlen. den vorhergehen sollte man natürlich auch gesehen haben, der hatte mir ja auch sehr, sehr gut gefallen. Den habe ich ein paar Mal gesehen. Ich finde es sehr schön, so wie Tom Holland die Rolle da verkörpert. Der das vorher gemacht hatte, wo ich gerade nicht auf den Namen komme, den fand ich auch sehr gut. Fand ich fast ein bisschen, jetzt so ein Rückblick betrachtet, kriegt er ein bisschen zu schlechten Credit für die Rolle. Andrew Garfield. Ja, Andrew Garfield. Fand ich eigentlich auch ganz gut, ja. Also war ein bisschen schade für ihn, dass er das jetzt nun ausgerechnet hier Tom Holland das so rockt, die Rolle. Aber passt halt auch. Wobei ich auch hier noch wirklich einen Aufruf an Sony machen möchte. Und zwar, Sony,
ihr habt ja jetzt hier da die Rechte und alles. Also die Spider-Man-Rechte. Und ihr habt jetzt gesehen, was passieren kann. Wenn man mit dem Marvel Studios zusammenarbeitet, macht's bitte weiter. Das ist so richtig. Das geht in so eine schöne, richtige Richtung gerade. Letztens hatten wir es ja über die Spider-Man-Filme, über die alten in Anführungszeichen mit Tobey Maguire. Wie heißt er? Ja, mit Tobey Maguire. Und dass die schlecht gealtert sind. Oh ja. Bitte führt das weiter. Das passt so hervorragend aktuell. Und Tom Holland muss wegen mir gar nichts anderes mehr spielen wie Peter Parker. Ja, vielleicht will er mal irgendwann was anderes machen. Ja. Wenn er clever ist, dann nicht. Doch, er spielt Nathan Drake in einem Uncharted-Film. Auch nicht schlecht. Ja. Wie sieht es so bei uns punktemäßig aus? 9,5, weil ich gebe ihm Abzug für den Led Zeppelin-Spruch. Ich gebe 8,5, wobei 0,5 sind für die zwei Post-Credit-Scenes. Ja. Also, Empfehlung auf jeden Fall auf ganzer Linie. Kann man ja gucken. Also ich möchte ihn auch auf jeden Fall noch mal im Kino sehen. Ja. Okay, dann viel Spaß. Das will auch was heißen. Also. Ich glaube, ich will nur mal gerne im Original gucken. Vielleicht erwische ich den irgendwo. Ich habe das nicht ausgeschlossen. Mal gucken, wie es passt. Die Kate hat noch einen Film gesehen. Ja. Schieß los. Ich habe es tatsächlich schon, gewagt. Ich weiß nicht, haben wir über den Film schon mal geredet? Ja, ich hab ihn auf jeden Fall ja gesehen gehabt im Rahmen der Oscar-Vorbereitung. Ja. Aber es ist ja schon eine Weile her, kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, worum es geht? Ganz kurz zusammenfassen. Ich habe geguckt, A Star is Born mit Bradley Cooper und Lady Gaga in den Hauptrollen. Bradley Cooper spielt einen bekannten Musiker namens Jackson Maine, der auf die Kellnerin Ellie trifft, die gespielt wird von Lady Gaga. Und die hat eine unfassbar tolle Stimme und kann Musik schreiben und so. Hat also ein richtiges musikalisches Talent und das erkennt er. Und sie ist sehr, sehr schüchtern und ihr wird auch immer wieder gesagt, dass sie nicht hübsch genug ist, um ihre Talente auszubauen. Sogar von ihrem eigenen Vater wird ihr gesagt, super, wenn du so ein tolles Talent hast, aber mehr kannst du halt nicht draus machen, wie du aussiehst. Ist immer schön, sowas von seinen eigenen Eltern zu hören. Deswegen brütet sie vor sich hin, schreibt so ihre Songs, aber es wird halt nie was groß draus. Und Jackson Maine sieht über all das nicht existierende optische Makel hinweg, weil es ist einfach nur, sie ist hübsch, ja, aber sie sieht halt anders aus wie andere, sie hat ein bisschen größere Nase, ein bisschen andere Augen, so, das ist, ja, sie ist halt Lady Gaga, so wie wir sie halt auch schon im echten Leben kennen. Das ist keine Schönheit, aber sie ist auch nicht hässlich, ja. Und ihm ist das alles egal, weil er sieht das Talent und sieht in ihr auch eine wunderschöne Frau. Und eines Tages lädt er sie ein auf ein Konzert und haben sie quasi so ein bisschen gemeinsam einen Song geschrieben und den will er mit ihr performen. Also bittet er sie auf die Bühne und sie kommt auch so ganz zaghaft auf die Bühne und fängt dann an, diesen Song mit ihm zu singen. Und sie blendet so das ganze Publikum aus und tut so, als wär quasi nur sie mit ihm auf der Bühne. In the shallows. Und sie bricht halt komplett aus ihr raus. Also sie legt quasi den Auftritt ihres Lebens dahin. Und das Ganze wird natürlich im heutigen Zeitalter auch noch gefilmt. Ja? Sie wird mit diesem Song zum YouTube-Hit, das Ganze geht viral. Und wie könnte es auch anders sein, mit dem Jackson im Rücken startet sie dann tatsächlich auch eine eigene Karriere. Allerdings geht das Ganze in eine Richtung, die sie am Anfang sehr, sehr spannend findet, einfach weil sie eben anfängt, berühmt zu werden, aber sich selbst darin sehr, sehr verliert. Sie gehen dann auch eine Liebesbeziehung ein und ich glaube, sie heiraten sogar und so. Er trägt halt seine Päckchen mit sich rum, hat dann auch irgendwo nach und nach ein bisschen ein Problem, dass sie so berühmt ist und seine Karriere so stockt und fast zu alt für den ganzen Spaß ist. Ja. Und sie verliert sich aber so ein bisschen in diesem Pop, den man ihr aufzwingt. Sie muss Popmusik machen mit einstudierten Choreos, muss ihre Haare färben und sie
total übermäßig schminken und also sie wird halt quasi in eine Rolle gezwungen, die sie eigentlich nicht ist, aber die sie am Anfang einfach mal mitgeht. Einfach, weil es auch total aufregend ist für sie. Dabei geht dann die ganze Familie, also die ganze Liebesbeziehung auch den Bach runter. Jackson verfällt dem Alkohol immer mehr und ja, wie es ausgeht, möchte ich natürlich nicht verraten, aber ich muss sagen, ich bin kein Lady Gaga-Fan, ich mag sie eigentlich gar nicht, aber dieser Film ist wirklich richtig gut. Ich mag die Story, die dahinter steckt, auch dieses, gerade dieses, ist doch scheißegal, wie du aussiehst, du hast ein Talent, ja, und eine große Nase macht dich nicht hässlich, ja, dieses, was so ein bisschen dahinter steckt und natürlich auch wieder die Kritik mit, wir stecken die in eine Rolle, in der sie sich selber verliert, das fand ich auch echt gut. Und die Musik. Also mir gefällt die Musik sehr. Ich mag den Song Shallows jetzt ein bisschen mehr. Ich fand den am Anfang ein bisschen... und jetzt, wo ich auch den Film gesehen habe, verstehe ich auch diese ganze Diskussion um den Oscar-Auftritt von Bradley Cooper und Lady Gaga. Oh, der war super. Der war super, aber das war so das Gefühl so... Da geht doch was und im Publikum sitzt halt Bradley Coopers Freundin und yeah, ihr macht das ganz toll. Und jetzt ja nur nicht mehr Freundin, oder? Gegenseitig auszuziehen mit den Augen. Aber das, nach dem Film macht das irgendwie mehr Sinn. Komisch. Also wenn die beiden mal ein Paar werden, würde es mich nicht wundern. Ja, also ich muss sagen, ich fand den Film wirklich gut, obwohl es Lady Gaga ist. Bradley Cooper super, diesen abgefuckten Typen zu spielen, der sich immer wieder versucht aufzurappeln. Ja, so abgefuckt war er jetzt im Film auch nicht. Ja, also, schon ein bisschen. Also das war das, was mir so gefehlt hat. Da war so die haben zwar dramatische Themen angekündigt, also ja, er trinkt und er ist so aber das hast du im Film halt nicht gesehen. Ja, es war halt. Ja, doch, er hat ja getrunken und er hat auch Alkohol, also er hat auch Drogen genommen. Ja, und aber das war jetzt nicht der so. Der Auftritt bei den Grammys, sie kriegt ihren ersten Grammy und er blamiert sie halt so unfassbar auf der Bühne. Ja, aber das war totales Fremdschämen, fand ich. Also das fand ich jetzt nicht irgendwie gut dargestellt. Ja, also so wie ich mich erinnere, ich habe nämlich gerade geguckt, wann ich den besprochen habe, wir hatten den in der Sendung am 3. Februar. Mhm. Da hattet ihr in The Sneak Beale Street gesehen gehabt. Mhm. Ja, und ich hatte über Checker Tobi und A Star is Born. der Film war nicht schlecht. Also den Song finde ich super. Den hatte ich nämlich heute gerade wieder in der Playlist gehabt beim Laufen. Der ist ganz schön. Aber der Film, vor allem, da gab es dann so Szenen, du hast den ja jetzt noch ein bisschen frischer Erinnerung. Da gab es dann so Szenen, da passieren dann echt so dramatische Sachen. Und das sind dann so ganz kurz geschnitten, wo du denkst, ja, jetzt müsste man hier einfach mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, so regiemäßig. Und das hat einfach nicht gepasst, irgendwie hinten raus dann. Also hinten raus hat der Film total viel verloren. Am Anfang war der ziemlich schön, aber hinten raus macht er einige Fehler auch. Und deswegen habe ich auch gesagt, das wird jetzt Oscar-mäßig wieder nicht viel passieren, jetzt in filmischer Hinsicht. Und es ist ja auch nur der Song geworden, glaube ich. Ja, also man kann ihn durchaus anschauen, er läuft aktuell auf Sky. Was gibt's da so punktemäßig? Oh, 7 würde ich mal sagen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Gucken, was du. Ich möchte kurz was zu Spider-Man sagen. Selbstverständlich. Oh Gott, ja, was ist los, Schatz? Erzähl. Ich habe die Zeit nochmal genutzt und ganz kurz noch was nachgelesen. Für alle, die das PlayStation 4 Spiel von Spider-Man spielen, sind Referenzen im Film drin. Nur mal so am Rande. Von dem Spiel? Das ist alles, das fließt gerade alles so ineinander. Sony macht da gerade echt was richtig. Nur noch kleiner Punkt hinterher, Entschuldigung. Cool. Erik, machen Sie weiter, bitte. Ich wollte ja gerade nämlich klicken hier. Kinocharts und Neustarts. So, beginnen wir mal den Charts in Stuttgart. Mhm. Platz 10. Platz 10. Achso, machst du? Okay. Schieß los. Mach dir doch gleichzeitig. Platz 10. TKKG, jede Legende hat ihren Anfang. Platz 9. Longshot. Den habe ich auch auf dem Firmenfest empfohlen. Ich habe nur zwei Filme empfohlen, nämlich von den aktuellen jetzt. Longshot und Spider-Man. Platz 8, Rocketman. Platz 7, Annabelle 3.
Platz 6, Traumfabrik. Ah, oh, das soll richtig gut sein, habe ich gehört. Hm. Platz 5, Men in Black International. Platz 4, Spider-Man Far From Home. Ja, ist jetzt noch nicht das ganze Wochenende drin, also der wird bestimmt noch irgendwie, schätze ich mal, wenigstens auf 2 gehen. Platz 3, 3 Schritte zu dir. Platz 2, Aladdin. Das soll übrigens ganz gut sein, habe ich von verschiedenen Leuten gehört, weil nachdem ich dann, ach, das ist der Typ mit dem Filmpodcast, da sind jetzt einige zu mir gekommen und haben, ja, hast du Aladdin schon gesehen? Ich sag, nee, oh, der ist total gut. Ich sag, naja, ist nicht so mein Fall, so irgendwelche echt Remakes von Animationsfilmen und so. Habe ich mich versucht, da irgendwie rauszureden, dass ich den Trailer schon scheiße fand. Pets 2 ist übrigens auf Platz 1. Ja. Und ich finde das sehr schön, Erik, übrigens, dass du am Anfang alle neuen Zuhörer begrüßt, die durch dein Firmenfest dazugekommen sind. Na? Und denen jetzt die Wahrheit auf den Tisch. Die haben bestimmt nicht die Aufmerksamkeitsspanne, jetzt bis so lange hier zuzuhören. Ansonsten lasst einen Kommentar da. genau. Was läuft neu an, Chris? Hast du das schon? Neu im Kino läuft an Yesterday. Fangen wir damit an. Yesterday, ja, also in der Musical-Komödie von Oscar-Preisträger Danny Boyle sind die Beatles fast vergessen. Nur ein Musiker erinnert sich noch an die Hits der Swinging 60s. Und mit Danny Boyle, von Danny Boyle mit Himesh Patel, Lily James, Ana Celia de Armas, also Ana de Armas und weiteren. Und ich muss noch ganz kurz dazu sagen, es war eine Situation, die mich letztens ein wenig geschockt hat, ungefähr letzte Woche, weil da hat mein Rektor mir offenbart, er mag die Beatles nicht. Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Worauf ich in den ganzen Vormittag mit Beatles-Songs zugemüllt habe. Ja. Ja, gut. Schade, dass der, wenn ihr euch auf Englisch unterhalten würdet, hättest du ja immer mal so Songtitel einfließen lassen können, hier irgendwie so. Let it be. That was yesterday. Ja. Oder in the Yellow Submarine. Ja. Na, 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 na. Ja, übrigens, Himesh Patel ist, glaube ich, verwandt mit Dev Patel, der ja in dem anderen Danny Boyle-Film hier den mit dem Löwen da auf dem Floß hier und so. Oder war das nicht auch der aus Slumdog Millionaire? Ich glaube. Auf jeden Fall würde ich diesen Film gerne sehen, weil ich nämlich im Gegensatz zu deinem Rektor da die Beatles sehr mag. Und auch die Musik finde ich einfach toll. Ich auch. Geht immer noch. Da kannst du immer noch hören, das funktioniert. Also die erstklassige Popmusik. Jo, achso, jetzt muss ich hier drüben wieder gucken. Kursk. Bin ich in der richtigen Liste? Ja, Kursk. Den Film hatten wir in der Sneak Preview gehabt. Da geht es um diese U-Boot-Katastrophe. Produziert von Luc Besson, also ein bisschen actionmäßig, und von Thomas Winterberg gedreht mit Colin Firth und auch ein paar deutschen Schauspielern in Nebenrollen. Kann man durchaus mal gucken, wer sich da noch dran erinnern kann an dieses U-Boot-Unglück, das Versunkene da. Ganz gut gemacht gewesen. Ja, dann, ich nehme es trotz Doku-Film nehme ich es mit rein, unsere große kleine Farm. Mit eindrucksvollen Naturaufnahmen zeigt der Film, wie sich ein Ehepaar der ökologischen Landwirtschaft verschreibt und aus Brachland ein Paradies zaubert. Und ich nehme es darum mit rein, weil ich denke, in der heutigen Zeit kann man sich das mal anschauen. Ja, was man sich, glaube ich, auch anschauen kann, ist der Film mit Kate Mara und Ellen Page, der auch ein bisschen Buzz ausgelöst hatte wegen der Thematik. Da geht es nämlich um ein lesbisches Paar, das sich auf einer Demo gegen die Todesstrafe kennenlernt. Und beide stehen aber auf verschiedenen Seiten, also der eine ist für Todesstrafe, der andere gegen Todesstrafe, die kommen sich aber dann doch näher und der Trailer und so, das sah ganz gut aus und die, ja, von der ganzen Thematik ist natürlich sehr viel Brisanz drin, gerade in den USA, ne, so lesbisches Paar und die zeigen da auch wohl ein bisschen was dann auf der Leinwand und dann natürlich auch noch das Thema Todesstrafe und so, die machen da sehr viele Fässer auf, ne. Hätte ich gerne das Sneak gehabt übrigens. My Days of Mercy heißt der übrigens. Habe ich gar nicht erwähnt? Nicht erwähnt? Okay. Nee, hast du mich erwähnt. Hätte ich gerne das Sneak gehabt, also, aber schade. Okay. Ja, vielleicht, wer weiß, was morgen kommt. Besser als das mit den Rebellinnen oder so. Ja, denn darfst du gleich machen, weil das gönne ich dir. Ich mache nämlich dann dafür den kleinen Aladdin und der Zauberteppich. Ist das auch mit Will Smith oder was? Oder ist das mit dem Sohn von... Nee, das ist ein Animationsfilm über Aladdin, der einen fliegenden Teppich geschenkt bekommt und mit dessen Hilfe ein Mädchen aus den Händen des bösen Sultans retten muss. Oh. Haha.
Rebellinnen, leg dich nicht mit ihnen an, hatten wir in der Sneak Preview gehabt und haben auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ist meine, mit deiner Lieblingsschauspielerin, ne? Genau, wollte ich gerade sagen, ist meine belgische Lieblingsschauspielerin Yolande Moreau dabei. Und die anderen zwei kenne ich jetzt nicht. Und ja, die wären halt, ach, hört euch einfach die Sendung an, der Film ist eh nicht gut. Also lasst den lieber aus. Genau. Electric Girl haben wir da noch im Angebot. Fantasy-Drama-Mix über eine junge Frau, die eine Anime-Heldin synchronisiert und bald selbst glaubt, über Superkräfte zu verfügen und ihre Stadt retten zu müssen. Habe ich sehr viele Informationen von der Filmfirma bekommen immer zu dem Film, die allesamt ganz interessant aussahen. Also die Pressevorführung, die habe ich jetzt zeitlich ja nicht geschafft. Die war wieder irgendwie, weiß nicht, früh um 10 in der Woche oder so. wo normale Leute arbeiten müssen, ja. Aber da macht einen guten Eindruck. Campus Galli, das Mittelalter-Experiment, ist auch eine Doku, begleitet ein Bauvorhaben in Baden-Württemberg, eine mittelalterliche Klosterstadt nach dem Vorbild St. Gallen ohne moderne Maschinen zu errichten. Ach Gottchen. Das andere ist, wo Apocalypse Now, gibt es eine Wiederaufführung, da habe ich auch diverse Mails bekommen in 4K, neue Abtastungen und sowas. Aber dann gibt es noch einen ganz großen Film. Der König der Löwen. Darfst du gern machen. Der König der Löwen. Hatten wir es vorher noch drin. Ganz oben. Genau, ja, danke, ganz oben. Ist ein riesen CGI-Remake mit Stars wie Donald Glover und Beyoncé. Gemacht von Jon Favreau. Wo haben wir den heute schon mal gehabt? Ich glaube bei Spider-Man. Ne? Also Disney macht da den König der Löwen nochmal, nur diesmal halt auch mit mehr echt aussehenden Figuren, bin ich ein wenig drauf gespannt. Der Trailer sah schon ganz süß aus. Und das ist halt der Film, wo mein Lieblings-Disney-Song dabei ist. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ja, für mich ist das nix. Das ist also, das ist ja irgendwie so gefühlt eine 1:1 Wiedergabe des Animationsfilms, ne? Also was ich so als Trailer gesehen habe, irgendwie alles, kannte ich alles. Ja. Und ich möchte da aber ganz kurz nochmal reinkrätschen zu den Disney-Filmen, weil das ging jetzt die letzten Tage ein bisschen rund und da muss ich mal echt so ein bisschen fragen, Leute, habt ihr einen an der Klatsche? Weil es gibt ja auch eine Ariel-Neuverfilmung. Ja. Und die neue Ariel ist nicht bleich und rothaarig. Das ist aber XXX, oder? Was du jetzt meinst. Nein. Und zwar Hal Bailey spielt die neue Ariel. Oder Halle Berry. Hal Bailey. Ist so, eine andere. Okay. Ist eine andere. Und was da teilweise jetzt von der Aktion rumläuft mit Not My Ariel und sowas, ich finde es einfach nur peinlich, weil, hey, es ist eine Kunstfigur, es ist es steht nirgends, welche Hautfarbe sie hat oder was weiß ich was. Und das ist einfach nur peinlich. Und das ist. Und außerdem, ja, natürlich ist es nicht eure Ariel. Denn das ist eine Ariel für eine neue Generation von Kindern und Jugendlichen. Das ist das, was Disney wollte. Ja, er wollte, dass man immer wieder Neuauflagen seiner Filme macht, damit jede Generation ihre eigene Art von Disney hat. Ihre eigene Art von Disney-Prinzessinnen, von Löwen, von diesen ganzen Geschichten. Und wenn in der neuen Variante Ariel dunkelhäutig und schwarze Haare hat, dann ist das so. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ganz einfach. Ich habe da keinen Bock, groß drüber zu diskutieren. Wo das kommen wir da hin, sagt er. Wo kommen wir da hin? Ja, nein, es ist doch auch demnächst so. Demnächst wird dann der Nemo wird dann ein Karpfen oder was? Na, also nochmal, es geht ja nicht um reelle Personen. Also wenn jetzt, ja, richtig. Ich habe auch Sachen gelesen wie, oh, es kommt ein Film über Martin Luther King, gespielt von, wie heißt er? Irgendein Weißer? Ja, natürlich. Ja, irgendein Weißer, weil der kann das so gut. Ey, das ist doch Bullshit, ganz ehrlich. Ariel ist doch keine reelle Person. Also jetzt ist echt mal gut. Ja. Ganz ehrlich. Ich wollte ein kleines politisches Statement an dieser Seite haben. Ja, ich werde da auch wütend. Ja, ich wollte nur den Salzstreuer in die Wunde legen. Um zurück zu König der Löwen zu kommen. Ich finde es schön. Ich möchte ihn tatsächlich auch ganz gerne sehen. Das Einzige, was mich daran hindert, ist, dass ich wieder hocken werde im Kino und plärren werde, wenn Mufasa stirbt.
Und hey, Spoiler! Ist oh, meine Güte! Ist es jedes Mal so, auch wenn ich den Comic sehe, ich finde es so schrecklich. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, so viel Spoiler! Achtung, Spoiler-Warnung. Aber das ist das Einzige, was mich davon abhält, diesen Film zu sehen. Oh, Leute! Oh Mann. Entschuldigung. Hakuna Matata. Circle of Life. Ja, hoffentlich machen sie es dann diesmal wenigstens so, dass sie die Songs da im Original lassen. Da, die haben es ja dann damals also irgendwie besetzt. Schon. Ne, und so. Also, ich glaube schon. Also ja, den Hakuna Matata Song, den hast du ja schon gehört. Im Deutschen gesungen von Scooter. Ja, Seth Rogen spielt ja Pumper, ne? Spricht, oder? Ja. Spielt, fände ich viel lustiger. Ja, spricht. Ja. Spricht. Das ist schon Spielen, was die Synchronsprecher da machen. Die spielen das richtig, wenn du mal so Aufnahmen von so Synchronsprecheraufnahmen siehst, die sind voll in der Rolle. Voll geil. Ja. Deswegen kann man schon sagen, er spielt ihn. Ja. Und Mufasa wird gesprochen von James Earl Jones. Heißt ja im Original auch Voice Actor im Englischen. Ja. Also was das ja auch ganz gut wiedergibt, ist eben ja, Schauspieler, die mit ihrer Stimme arbeiten. So. Ja. Na gut, also für mich ist das jetzt nichts, aber ich kann jeden verstehen, der da reingeht. Das ist so der Fall, wo ich sage, ja okay, ich weiß, es wird definitiv ein absoluter Kinoerfolg. Also ich prognostiziere da wochenlang Platz 1. Es sei denn, es taucht ein blauer Will Smith auf. Obwohl selbst das, nee, hat ja auch funktioniert hier. Vielleicht taucht auch ein Spider-Man auf. Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Das, ja. Nee, das wird funktionieren, aber für mich ist halt nichts. Im Gegensatz zu Vox Lux, da weiß ich nicht, für wen das sein soll. Okay, dann sind wir durch hier mit den Neustarts. Wir haben jetzt gerade vorhin noch mal die Blu-ray und so Neustarts angeschaut. Da startet jetzt am 8. Juli, sprich morgen, gibt es neu auf Blu-ray Escape Room. Hatten wir auch schon mal in der Sneak Preview. Naja, ich muss dich gleich verbessern. Ja? Das ist ab 11. Juli kommen die. Oh, ich habe also hier... Also in der Woche ab dem 8. Ach, Juli, aber sie kommen ab 11. Ach stimmt, 11.7. steht hier. Jawohl, also ab 11.7. gibt es Escape Room. Den hatten wir in der Sneak Preview. Fanden wir ganz okay. Und Hard Powder. Fand man ja auch sehr okay, würde ich sagen. Mit, ja, der war witzig. Mit Liam Neeson, der da in so einer Kleinstadt irgendwie so alles aufmischt, weil da sein Sohn war das, glaube ich, ne, der da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden war. Und da gibt es halt eine lokale Drogenmafia und da muss er halt ein bisschen aufräumen. Nicht so dieser typische Liam Neeson Rucksack ist die Fresse dick Film, sondern doch schon ein bisschen ja, verzwickter. Eher so, weiß nicht, so kann man es denn beschreiben? Hast du eine gute Umschreibung für das ganze Verworrene? Eher so ein bisschen Kriminalsachen hin und her, Verworrene, Reservoir Dogs mäßig irgendwie. Oder Seven Psychos trifft es vielleicht ganz gut, ne? Ja. Ja. Und wer hier in Stuttgart und Umgebung wohnt, es gibt ja hier diese Zeitschrift, die auch schon über uns berichtet hatte. Die haben uns auch gefragt, ob wir monatlich da die Filmtipps für Blu-rays und so reinnehmen möchten. Da werden wir dann in der nächsten Ausgabe dann die für den August machen. Da könnt ihr dann immer unsere Tipps lesen, die natürlich auf unseren reichhaltigen Erfahrungsschatz basieren, den wir ja haben. Und genau, so, aber jetzt gucken wir erstmal noch, was so Neues an Trailern so im Kino demnächst vielleicht anläuft. Also erstmal Trailer, wenn ich jetzt das Ding hier finde. Ah, hier. Sneak Preview. Ich habe hier diesmal ein bisschen was zusammengesammelt. Zum einen bin ich von der Filmfirma darauf hingewiesen worden, auf den Film Eine ganz heiße Nummer 2.0. Und erinnert ihr euch noch an den Film, an den ersten Teil, den wir damals in der Sneak hatten? Nein. Sonst wäre ich es nochmal... Auch nicht. Nee, echt nicht. Ist kann auch schon, sein, dass ich da gar nicht dabei war. Ist ja natürlich nicht auszuschließen. Also im ersten Teil ging es darum, dass in einer bayerischen Kleinstadt drei Damen ein bisschen Probleme haben mit ihren Arbeitgebern, schlechte Bezahlung und so weiter. Die eine wird, glaube ich, sogar gekündigt. Und sie kommen dann auf die Idee, eine Sex-Hotline zu machen, also so ein so Telefonsex. Und das läuft erstaunlich gut an. Und irgendwann kommt dann natürlich auch mal so der Fall, dass Leute aus diesem Dorf bei dieser Hotline anrufen und dann kriegt das immer noch so einen ganz eigenen Drive, weil das ist natürlich in so einer bayerischen Kleinstadt da ein bisschen, naja, anrüchig, würde ich mal sagen, wenn da jemand eine Sex-Hotline hat und dann die Leute wiedererkannt werden. Und da gibt es jetzt einen zweiten Teil dazu. Und hier
geht es allerdings nicht um eine Sex-Hotline, sondern dieses Dorf möchte gerne Internet haben. Und sie müssen da aber, weil die Telekom das nicht anschließt, irgendwie wollen sie da in Eigenleistung das Kabel verlegen. Und das kostet aber ein bisschen Geld und es gibt irgendwie einen Tanzwettbewerb. Und da ist dieser Roche, oder wie der heißt, davon, der leitet das ganze Ding und sie üben dann so ein bisschen Tanzen und das sieht so ein bisschen aus wie, jetzt komme ich wieder nicht auf den Titel, na, ist egal. Wie gefällt euch denn der Trailer? Wenn ihr jetzt den ersten Film nicht mehr in Erinnerung habt, ist es natürlich jetzt ganz schwierig jetzt. ich kann, weiß nicht, also mich hat es nicht so abgecatcht. Nee? Okay. Die sind albern, aber witzig. Also, ich gucke gerade mal. Eine ganz heiße... Den hatten wir nicht in der Sneak. Doch, den hatten wir. Nee. Dann haben wir aber im Kinocast nicht drüber gesprochen. Vielleicht war das noch vorher. Bevor ihr eingestiegen seid. Ja, wir hatten es am 10. Oktober 2011. Das war die Sendung Nummer 226. Hatten wir den in der Sneak Preview hier. Und jetzt 8 Jahre später beschließt man dann, hey, wir haben doch eine Fortsetzung. Oh, ich habe 4 von 10. Ich habe den auch besser in Erinnerung. ich fand den wirklich ganz amüsant eigentlich. Ich habe den auch letztens, so. Der lief irgendwo auf Sky oder so, da hatte ich nochmal geguckt. War ganz lustig. Ja, aber der neue Trailer gefällt mir auch, wenn der in der Sneak kommt. Ich glaube, das ist ganz lustig. Dann hatte ich noch was mit reingeschmissen gehabt, der wahrscheinlich, hoffe ich mal, euch besser gefallen hat. Ein Trailer zum Film Knives Out. Ja. Habt ihr den? Den habt ihr geguckt? Ja, das sieht ganz interessant aus. Also auch von der Besetzung her. Ja, nice, definitiv. Auch. Ist so ein bisschen, ich nenne es mal so Agatha Christie-mäßig. Also es passiert was und man muss halt unter den bestehenden Personen herausfinden oder diesen Fall da aufklären. Ryan Johnson hat das ja gedreht, der den Star Wars Film den letzten gemacht hatte. Mit dabei sind zum Beispiel Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon, hey, Jamie Lee Curtis, Catherine Langford, Toni Collette, Christopher Plummer, Don Johnson, Frank Oz und so weiter. Also da muss halt dann ermittelt werden innerhalb dieser in sich verfeindeten Familie und so. Der Trailer sieht schon sehr gut aus. Ich werde ihn mit verlinken. Bin gespannt auf die Meinung der geschätzten Hörer. So, und dann? Ich hatte eine Einladung gekriegt, einen Screener zu gucken von einer Serie. Und sowas klicke ich meistens erstmal immer weg, es sei denn, das sticht mir irgendwie gleich raus, sage ich, okay, muss ich mal gucken. Und da hatte ich die Möglichkeit, irgendwie so ein Teil oder sogar die ganze erste Folge zu gucken. Und das habe ich aber irgendwie ausgelassen. Das habe ich irgendwie durch die letzten Wochen war echt viel zu tun. Und da war das jetzt schon abgelaufen. Und jetzt hatte mich jemand darauf hingewiesen. Die Serie heißt The Boys. Also hat mich jetzt auch vom Titel her jetzt nicht so gerissen, wo ich dachte, ja, das ist was du angucken musst. Wenn das irgendwie anders geheißen hätte, hätte ich vielleicht mal reingeguckt. Jetzt habe ich nur den Trailer für euch. Und der Trailer zeigt eine neue Superhelden-Serie, die von Amazon Prime produziert wird. Und es geht hier darum, dass, Achtung, Parallelen zu echten Unternehmen sind rein zufällig, ein großer Weltkonzern, dem gehören alle Superhelden. Und dieser Weltkonzern tritt dann manchmal so auch an irgendwelche Gemeinden und so heran, wo er dann sagt so, hey, sag mal hier, du hast da immer so Probleme hier, wir hätten da einen Superhelden für dich, kostet so und so viel, der würde dir da helfen mit dem und dem Problem oder gegen das und das zu kämpfen. Und es findet sich aber hier so eine Truppe von so quasi Anti-Superhelden. Und die im Film ziemlich gut gespielt, wo ich jetzt gerade hier die Namen nicht dabei habe, könnt ihr vielleicht mal raussuchen. Denn es wird nämlich auch gezeigt, dass die normalen Superhelden, die hinterlassen nämlich auch sehr viele Kollateralschäden und die normale Bevölkerung ist da auch nicht so ganz erfreut darüber, was da so passiert. Ich fand hier in dem Trailer sieht man schon so diesen abgefahrenen Humor, der da herrscht, der so ein bisschen an Deadpool erinnert hat und ich fand auch die Art und Weise, wie es erzählt ist, so richtig schön dreckig und dumme Kommentare und One-Liner und so, also das gefällt mir total gut. Ich wollte es dann gucken. Dann habe ich festgestellt, es läuft ja erst Ende des Monats. Ach, scheiße, und der Screener-Link geht nicht mehr. Ja. Und Chris, du hast vorhin gerade, ist noch frische Erinnerung. Ja, ich habe reingeguckt. Es sieht ganz interessant aus, wenn es natürlich
Die Idee an sich ist, denke ich, ganz witzig. Der Trailer an sich ist auch schon mal sehr interessant. Ob es jetzt wirklich in die Richtung von Deadpool-Humor gehen wird oder sowas, bleibt ein bisschen abzuwarten. Also die Anlehnungen, klar, also das, wenn man das schon sieht, an wen es alles angelehnt ist. Spice Girls, da musste ich so feiern, wo das kam. Ja. Ja, aber es ist halt schon so, es ist Superman drin, es ist Wonder Woman quasi drin, es ist Supergirl, Flash ist irgendwie drin, also in die Richtung wird es wohl auch gehen. Von Seth Rogen ins Leben gerufen, das Ganze, ne? Nicht zu vergessen. Ja, das ist das, was mich so ein bisschen anstupst noch. Jetzt habe ich den Namen parat. Hey. Carl Urban spielt Billy Butcher, Chase Crawford, Jennifer Esposito und die anderen, Jack Quaid noch mit dabei. Also für mich, ich habe gedacht, okay, muss ich gucken. Ich habe noch gedacht, vielleicht gibt es ja im US Prime schon, aber da gibt es das auch noch nicht. Und ja, schade, jetzt bin ich hier total angefixt. Ich wollte es gleich gucken. Ja, wärst du letzte Woche mal auf der Comic-Con gewesen in Stuttgart, hättest du dir die erste Folge angucken können. Da lief nämlich immer wieder von Amazon Prime eine Vorführung von der ersten Folge. Okay, da hätte ich auch, wenn ich meinen Screener-Link genutzt hätte, der jetzt nicht mehr geht. Ja. Da hätte ich nicht auf die Comic-Con kommen müssen. Aber jetzt musst du halt noch 20 Tage warten, ne? Aber wie kann man den Film The Boys nennen? Ich dachte, das ist irgendeine Gay-Komödie oder irgend sowas. Das ist eine Serie, Erik. Ja. Ja, meine ich ja. Wie kann man die The Boys nennen? Ich dachte, ja, hier, neue Serie, The Boys. Gucke ich nicht an den Screener-Link oder so. Weil meistens kriegt man auch diese Screener-Links von Amazon oder von Netflix oder so für solche neuen Serien. Das ist meistens Schrutz, den sie irgendwie ein bisschen promoten wollen, ja. Also, dass da mal so eine Perle dabei ist, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen intensiver reingucken in diese Geschichten. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall total angefixt. Also, ich werde dann gleich, wenn das Ende Juli irgendwie losgeht, dann sofort, also bin ich dabei. Mir hat der Humor total gefallen, der da drin war. Und auch so diese Anspielungen auf diese Superhelden, die man kennt, da sieht man so einen Captain America-Verschnitt und so. Herrlich. Kate, für dich nicht so, oder? Ja, mal gucken, vielleicht. Weiß man nicht. Komm, Serie, die wirst du eh gleich aufsaugen, wenn die kommt. Wahrscheinlich. Aber mal gucken, weiß man nicht. Okay, das war's mit den Trailer-Tipps soweit. Und ich verlinke die alle mit auf unserer Webseite, wo ihr dann auch gerne kommentieren könnt. Dann kommen wir mal zu den Serien, denn ich sehe, die Kate hat was geguckt, wo ich fast dasselbe geguckt habe. Moment. Serien. Dan, du hast geguckt Stranger Things Staffel 3. Ja, ich die ersten drei Folgen bisher. Ich habe geguckt das Ende von der ersten Staffel, weil ich das noch nicht kannte. Weil ich habe mich jetzt bei Fortsetzung folgt mal ein bisschen rausgezogen, weil ich das zeitlich nicht mehr so ganz schaffe. Und da habe ich mal wieder ein bisschen Luft, mal wirklich mal so die Sachen zu gucken, die ich schon die ganze Zeit mal wieder gucken wollte. Und ich habe jetzt das Ende geschaut und ich muss sagen, das Ende hat mich doch belohnt, weil ich fand ja die erste Staffel teilweise ein bisschen mäh und das Ende war dann doch ganz gut. Ja. Mhm. Ich aber jetzt Staffel 2 hast du auch schon gesehen? Ich habe angefangen mit Staffel 2, die ersten zwei Folgen. Ja. Finde ich, na, ganz okay. Ist nett mit dem Mädel, die da den Highscore knackt und so, da ist wieder viel 80er dabei und so mit Dick Duck und mit sonst was allem und so, die Spielhalle und so. Aber es ist mir irgendwie so ein bisschen viel Style over Substance. Irgendwie ist das alles so, ja, es ist cool, wie die 80er dargestellt werden, aber so richtig so storymäßig. So. Gut mit der, auch versprochen. Ja, ja. Deswegen, ich bin dabei. Also ich, wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen Luft, dass ich mal Sachen gucken kann, die. Und du hast es schon die dritte, bitte versuche Spoiler zu vermeiden, die irgendwie die zweite Staffel. Ja, kein Problem. dritte Staffel. Wer hat den Trailer schon gesehen, der dann weiß, ich nicht. Es gibt jetzt ein Einkaufszentrum. Hawkins hat als erste Einkaufszentrum bekommen und alle strömen dort rein. Da gibt es Spielhallen und Shoppingcenter und Eiscreme-Läden und alles. Und die ganzen Teenies verbringen wie immer ihre Freizeit dort, denn auch hier starten wir wieder in den Sommerferien und auch hier ist wieder ein Jahr vergangen. Also zwischen Staffel 2 und 1 und 2 ist ja schon ein Jahr vergangen und oder ich glaube ein halbes Jahr. Und jetzt ist es hier zwischen Staffel 2 und 3 ist ein Jahr vergangen. Die ganzen Ereignisse aus Staffel 2 sind
so nach und nach vergessen und also nicht vergessen nicht, aber so man hat das Gefühl, es ist alles wieder in Ordnung und alle gehen so ihrer Dinge nach und wie gesagt, Hawkins hat jetzt das Einkaufszentrum, aber es wäre nicht Stranger Things, wenn nicht irgendwas strange wäre, denn es passieren so ein paar Kleinigkeiten, die verschiedenen Gruppen aus unseren Hauptdarstellern auffällt. Zum Beispiel kommt Dustin aus einem Summercamp zurück für Tüftler und Erfinder und hat eine riesen Antenne gebaut, um über weite Entfernungen mit seiner neuen Freundin zu kommunizieren. Oh. Dabei fängt er aber irgendwie russische Oh, das interessiert mich ja jetzt, weil ich hab mich auch Sprachen, mal, also so habe ich auch russische mal Geheimbotschaften ab. Amateurfunk gemacht. Das Ja, interessiert mich jetzt die will gleich. er, dann entschlüsseln. Dann andere Richtung, Wills Mom stellt irgendwie fest, dass alle ihre Magneten nicht mehr magnetisiert sind und einfach vom Kühlschrank abfallen. Das ist ganz seltsam. Himmels Und Willen. was war das Dritte, was passiert? War noch irgendwas? Das ist ja schon schlimm genug, wenn die Magneten nicht Ja, mehr keine Ahnung. halten. Auf jeden Fall passiert noch irgendwas. Da geht dann die nächste Runde. Aber es geht natürlich auch wieder um unsere Elfie und also Eleven und die Rasselbande der Jungs. Denn auch hier ist ja jetzt junge Liebe im Spiel. Ja, Dustin hat eine Freundin. Will hat keine Freundin. Will leidet unter diesem ganzen, seine ganzen Kumpels, aber alle plötzlich Freundinnen und er ist ganz alleine und will eigentlich nur D&D zocken und alle lassen ihn alleine. Und Elfie versucht ein bisschen rauszufinden, wer sie wirklich ist und geht dann auch mit ihrer neuen Freundin shoppen im Einkaufszentrum, was sie ja eigentlich nicht darf, weil da viel zu viele Menschen sind und das könnte ja Dinge bei ihr auslösen und so. Also es ist alles wie immer sehr, sehr süß gemacht und eben von Anfang an ein bisschen mehr Mystery dabei. Die ersten zwei Staffeln waren am Anfang immer so bisschen ruhiger und hier passiert halt direkt was eben mit diesen russischen Geheimnachrichten und diesen Magneten, die einfach abfallen und so. Es ist ganz, ganz süß Himmels gemacht Willen, und Magneten. auch die Geschichte um die Teenager rum ist wieder sehr, sehr süß. Ich werde nachher auch direkt weiterschauen, wie es weitergeht. Ja, ist wieder echt gut gemacht. Angucken. Na, ich guck mal erstmal die zweite und dann. Ja, guck mal die zweite weiter. Ja, genau, aber da ist so bei mir, das bei der ersten habe ich ja dann auch irgendwann abgebrochen, weil es mir dann irgendwie zu verschwurbelt war. Aber das sind ja nicht viele Folgen immer. Das sind nur Ja, aber kurze. die gehen sehr lang. Das ist der und da ist dann genau, also bei dem ersten hatte ich ja damals auch abgebrochen und jetzt halt weiter fortgesetzt und Du musst dranbleiben, kann dann macht's natürlich Spaß. ja, ich habe keine Zeit da. Kannst dich aufregen. So mal. Das ist eine der meiner Meinung nach besten Netflix-Serien, die es gibt. Ja, Weil sie einfach so so weit würde ich Spaß nicht macht. Wir gehen. haben diese sympathische junge Truppe an Teenagern, dieses Mädchen, was immer weggesperrt war und diese Kräfte besitzt und gar nicht weiß, wohin damit. Ja, diese geheimnisvolle Welt, diese Welt unten drunter. Ach genau, ich weiß, was das Dritte ist, was passiert. Oh. Mitbewohner aus der Stadt Hawkins verhalten sich sehr, sehr merkwürdig. So nach und nach verhalten die sich alle ein bisschen merkwürdig. Das ist das Dritte, was passiert in den ersten zwei Folgen. Ja. Okay. Die Geschichte, es ist einfach echt süß. Es ist dieser 80er-Charme. Es ist dieses, oh mein Gott, wir haben jetzt ein Einkaufscenter. Das ist einfach eine richtig süße Serie mit Spannung, mit Grusel und mit Monstern. Das ist schon cool. Guck mal. Ja, dann werde ich mal reinschauen. Also erstmal die zweite weiter. Chris, bist du da auch Bitte. irgendwie am Start hier bei der oder ist es nichts für dich? Nein. Also Nein. jetzt gerade zweite Staffel am Anfang ist schön so mit Videospielen, die gehen ja auf den Games Arcade und so. Ist eigentlich schade, dass es sowas heutzutage nicht mehr so gibt, so eine richtige Games Arcade. Es gibt nur die Spielhallen, wo du irgendwie Geld gewinnen kannst, aber so die, wo du irgendwelche geilen Spiele hast oder so. Gibt es leider noch nicht mehr. Gut, hat wahrscheinlich, weil jetzt jeder so ein Ding zu Hause hat. Vielleicht macht das keinen Sinn mehr. Okay, dann gucken wir mal in den Briefkasten rein. Briefkasten. Ich glaube, auf der Seite selbst gab es wieder keine Kommentare, es sei denn, es ist noch was. Nee, ist nichts eingegangen. Aber wir haben ja einen sehr schönen direkten Kommentar bekommen vom Daniel. Den hatte ich euch auch weitergeleitet.
ja, steht ja eh kein Nachname da. Ich lese mal nur Daniel vor. Er hat das Kontaktformular genutzt. Er hört uns wahrscheinlich, weiß nicht, ob er es direkt über den Feed hört oder vielleicht über Spotify. Hat geschrieben: Lieber Erik, lieber Chris, liebe Kate, ich höre euren Podcast bereits seit mehreren Jahren. Auch wenn ich inhaltlich nicht immer mit euren Meinungen und Ansichten übereinstimme, mag ich es trotzdem sehr, eure Rezensionen in den verschiedenen Teilbereichen zu hören. Ihr seid ein sympathisches Team und ich hoffe sehr, dass ihr diesen Podcast noch lange weitermachen werdet. Grüße aus dem schönen Niederrhein. Aus dem Rhein. Also direkt aus dem Aquaman sozusagen. Daniel. Ja. Schöne Grüße zurück. Genau. Kannst ja auch Kommentare da lassen, wenn du anderer Meinung bist zu manchen Sachen. Das hilft ja auch manchmal ganz gut, immer so ein bisschen, dass wir auch mal ein bisschen sehen, wie jemand anders bestimmte Filme oder irgendwelche Sachen sieht oder so, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen, ja, einen anderen Einblick bekommt. Bist du sehr gern eingeladen, auch mal einen Kommentar dazu lassen. Das war so das einzige Feedback, was wir hatten. Ich schaue mal, was bei Amazon letzte Woche so gekauft worden ist, denn liebe Hörer, auch wenn ihr vielleicht zum 1. Mai jetzt dabei seid, ihr habt die Möglichkeit, den Kinocast über diverse Art und Weisen zu unterstützen. Ihr findet die Möglichkeiten ganz oben, gibt so einen Button auf der Webseite auf kinocast.net, der heißt Danke für eure Unterstützung. Habe ich jetzt auch ein schönes animiertes GIF eingepflegt, das könnt ihr euch mal angucken. und da gibt es zum Beispiel Auphonic, wo man dann Guthaben schenken kann für die Audiobearbeitung. Da hat ja der Ronny damals richtig vor ein paar Wochen richtig zugeschlagen. Da zehren wir immer noch davon für die Soundbearbeitung nachträglich und dass wir da Kapitelmarken und sowas haben. Ja, PayPal. Oder wenn ihr zum Beispiel bei Amazon was bestellt und klickt dann vorher bei uns den Button auf der Webseite. Das hilft uns ein bisschen, weil wir kriegen da eine kleine Provision. Und euch kostet das dann nicht mehr, wenn ihr das bestellt. Und hier hat jemand zum Beispiel letzte Woche bestellt einen Tischtennisschläger von Jula. Oh, richtig Match. Sieht richtig gut aus hier. Dann ein Schlüsselanhänger, gute Fahrt. Mal gucken. Aha. Ja, so eine Art, ja, hier Maskottchen oder sowas, so ein kleiner Anhänger halt, ne? Für einen Schlüssel, für einen Autoschlüssel. Was ist das? Fischers Fritze. Mal gucken, was das ist. Ah, ein Armband, gemacht aus Segeltau. Handgemacht, im Geschenkkarton. Maritim und wasserfest. Fischers Fritze. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Dann ein Echo Dot dritte Generation Lautsprecher. Hier so von Amazon. Und jemand hat schon vorbestellt, wahrscheinlich die Avengers Endgame Blu-ray Disc. Viel Spaß damit. Hatte ich übrigens auch mit meiner amerikanischen Kollegin, weil sie hatte gemeint: Ja, ich bin da gleich in die Mitternachtspremiere reingegangen und so hier. Und bei denen starten die Filme irgendwie am Freitag und da ist sie halt irgendwie Donnerstag oder bei denen lief es auch dann schon irgendwie einen Tag eher und so. Habe ich gesagt: Tja, bei uns lief es noch einen Tag eher. Avengers Endgame, ja, genau. Da habe ich gesagt, ja, wir sind aber angehalten worden, da nichts zu spoilern und so. Ja. Die Blu-ray ist ganz schön teuer. 18,99 hier. Ist aber gar keine Special Edition. Aber wird sich wahrscheinlich dann der Preis nochmal reduzieren, wenn dann der Erscheinungstermin näher rückt. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die die Affiliate-Links genutzt haben. Und dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nö, sonst nichts. Nö. Dann hoffen wir, dass morgen ein guter Film kommt, den wir dann in der folgenden Woche besprechen können. Und ich gehe ja, wenn alles klappt, dann auch zweimal in die Sneak. Nämlich einmal noch in die Originalversion Sneak, in diese abseitige Sneak. Vielleicht hoffe ich da, dass ich da diesen abgefahrenen Zombie-Film in Deutschland kriege. Ja. Bis dann. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.